Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's Spiel XCOM 2 War of the Chosen. Ich habe mal wieder eine Pause gemacht, ich weiß es, jede zweite, dritte Folge beginnt mit dem Spruch, ich habe mal wieder eine Pause gemacht und weiß nicht mehr, wo ich bin, aber dieses Mal haben wir ja so viel Gutes vorgearbeitet, dass ich ungefähr weiß, wo wir sind. Was machen wir hier in Australien? Haben wir da gerade eben den Kontakt hergestellt oder was? Wir haben noch zwei Kontakte über. Hier auf jeden Fall. Da müssen wir hin. Stimmt, wir sind unterbrochen worden durch einen Einsatz hier. Wir wollten eigentlich dorthin, haben es aber dann nicht gemacht. Der Kodex wegen. Wir wollen warten, bis wir den Schädelstecker haben, um den Schädelstecker gegen einen Kodex einsetzen zu können. Und das dauert noch 4 Tage. Aber wir haben einen Guerilla-Einsatz gehabt, den wir auch gleich mal angehen. Verleiht Advent-Einheiten zusätzliche Rüstung. Wollen wir nicht. Stimmt, wir haben gesagt, die machen wir. Schauen wir doch nochmal die anderen an. Feuerschutz, nachdem sie entdeckt werden, ist mir egal. Fertiges Ereignis, Informationen auch. Hier noch ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Das wäre doch gut. Codex, Elite Phantom, schwerer Mech, Sektopod. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall 2x Bluescreen-Geschosse. Phantom ist, glaube ich, auch mit Bluescreen ganz gut. Codex, alles eigentlich. Wir gehen rein da. Auf den australischen Sektor. In den australischen Sektor. Bevor wir dann die komplette Welt in unserem Widerstandsnetzwerk haben. Commander, einer unserer Soldaten sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. Ja, auf jeden Fall sollten wir das machen, wenn wir einen Schädelstecker hätten, Schlaumeierle, ne? Alan sorgt dafür, dass wir nicht angegriffen werden. Awesome als Ranger ist vorne dabei. Egonson als Grenadier ebenfalls. Einer der Schnitter? Mal gucken. Geomongo ist bei der Scharfschütze, wenn er Bluescreen-Geschosse hat. Hat aber hier nur Giftgeschosse. Von daher würde ich in dieser Mission auf Geomongo verzichten. Aber er ist bald wieder dabei. Egonson der Erste als Spezialist. Nachdem wir ihn jetzt wieder befreit haben. Natürlich. Es ist natürlich ja ungeschickt, dass wir 2 Egonson drin haben. Aber was will man machen, wenn man so selbstzentriert ist wie ich? Gamerocker als 2. Grenadier. Doctroller als 2. Spezialist. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spark. Und Gamerocker als 2. Grenadier, der auch Bluescreen-Geschosse hat. Säure, Schredderkanone, sehr, sehr gut. Hier ist Raketenwerfer am Start. Illyrium-Phasengeschütz. Wir haben 3 Einheiten mit Bluescreen geschossen. Das sind alle, die wir haben. Egonson kann heilen und Imitationsgeräte versorgen, dass wir noch eine Runde mehr haben. Awesome. Bin ich mir nicht sicher, ob das mit der Weste wirklich das Beste ist. Reimt sich. Fusionsklinge, ja, schon das Beste, was wir haben. Oder das Katana, ne? Was kann das Katana denn? Hat auf jeden Fall mehr Schaden. Dies Maximum und eine Chance bietet, feindliche Ziele in Brand zu setzen, ist auch nice. Rüstung rettet Feinde nicht vor Katana-Angriffen. Das kann sein Ziel nicht verfehlen. Ey, da macht man das auf jeden Fall. Sturmkanone, hier auch die Frage. Hä, wieso haben wir hier kein Plasmagewehr? Ist das nicht besser? Naja, müssen wir erstmal gucken, ob wir das Arashi nutzen wollen. Überragendes Laservisier. Plus Crit-Chance. Überragende Magazinerweiterung. Oh ja. Überragender Stecher. Ist alles überragend. Schaden 8 bis 10 plus 1. Und das ist ja dasselbe wie die Sturmkanone hier. Magazingröße nur halt viel besser bei allem. Ey, warum haben wir das nicht schon die ganze Zeit genutzt? Ich habe gedacht, ah, so gut wird es nicht sein. Aber damit sind wir ja ganz vorne mit dabei. Hier, Schlangenanzug. Gesundheit, Mobilität, Ausweichen, Kletterhaken, Erfrierungen, taktische Informationen. Ist die Frage, ob wir alles Awesomes geben wollen. Aber ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel von dieser Rüstung tatsächlich aus neuem Material besteht und wie viel davon Taigen direkt aus der Viper selbst herausgeschnitten hat. Wir haben sie auch nicht wirklich testen können, also viel Glück da draußen. Awesome. Na, das nenne ich doch jetzt mal. Hä, ist er überhaupt? Warum hat er denn als Ranger ein Medikit mit dabei? Wo er doch auch eine Brandgranate dabei haben könnte. Wobei das gegen die
Achso, er ist Backup, ne? Da nehmen wir eine Blendgranate als Ranger. Das kann nochmal gut helfen. Sehr, sehr schön. Ach, das gefällt mir. Aber das bedeutet ja auch, dass wir jetzt mal schauen, ob wir zum Beispiel unsere anderen Einheiten noch verbessern können. Spinnenanzug ist klar. Plasmalanze ist auch soweit klar. Mit Verbesserung, mit Zielfernrohr, ne? Magnet, Dings, Dings, das Pistole und Bluescreen-Geschoss ebenfalls. Wir haben aber ja beim Egonson. Ne, das ist Spezialist Egonson, das bleibt so. Beim Grenadier. Egonson. Da. Auch wieder das Backup. Ein Medikit. Okay. Und Game Rocker hat ja diesen Superanzug, ne? Der kann jetzt die Strahlenkanone, das ist klar. Den Exo-Anzug für mehr Feuerkraft. Und da ist die Frage, meine Fortschritt. Ja, klar, den Fortschritt. Granatenwerfer stellen normalen. Schredderkanone, plus Minigeschosse. Gasgranate. Beim Gas bin ich mir nicht sicher. Aber so viele geile Alternativen haben wir nicht. Brand ist, glaube ich, in dem Fall besser, weil die Max gegen das Gas ja bestimmt immun sind. Und das ist klar. Aber jetzt haben wir noch den alten Egonsoner Spezialist. Der hat ja schon länger diese alte Ausrüstung. Aber mehr als ein Predator-Anzug können wir ihm nicht bieten. Mehr als das Plasma-Gewehr auch nicht. Wobei hier die Frage ist, ob er nicht das Verbesserte hier haben will. Weil das sieht ja schon so aus, als ob das besser wird mit seinen Verbesserungen. Soldatenfähigkeiten. Haben wir nicht noch ein PKS irgendwo rumliegen? Können wir gar nicht durch. Ah, das ist nicht Kampfsimulation, wer ist nicht verfügbar. Aber Ausrüstung. Hier wollte ich noch gucken. Genau, Gremlin Mark 3 ist auch klar. Medikit und Imitationsgerät sind No-Brainer. Okay, cool. Haben wir denn irgendwo Kameradschaften? Verfügbar mit niemanden, leider. Aber hier, mit Geomongo. Game Rocker und Geomongo. Und mal Geomongo statt Alan mit reinnehmen. Das wäre doch ein Ding. Dann kann er sich nämlich auch seine Sporen verdienen. Aber müsste dafür eben dann schon Bluescreen-Geschosse kriegen. Ausrüstungsgegenstände freigeben bei allen, die jetzt nicht dabei sind. Und da ist das Bluescreen-Geschoss schon da. Blendgranate will ich nicht nehmen. Ich würde da eher ein zweites Imitationsgerät oder eine Nanoschuppenweste. Lieber ein zweites Imitationsgerät. Sicher ist sicher. Und dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, euch beiden einen Punkt, einen Aktionspunkt mehr zu geben. Das ist nämlich doch mal gut. Kannst du eigentlich deinen Raketenwerfer, ja, du kannst die Schredderkanone mitnehmen. Müssen wir mal schauen. 4 bis 7 Schaden, Magazingröße plus 1. Ich muss so ein bisschen zur Seite, damit ich überhaupt lesen kann, was das hier kann. Reichweite 27, Radius 4. Radius viel größer. Reichweite 25, Magazingröße 1. Genau, Schredderkanone. Aber ist halt nur einmal. Ne? Flammenwerfer würde ich gegen die Max gar nicht nutzen wollen. Ist die Frage. Gehen wir hier auf Explosives oder gehen wir auf Schredderkanone? Ist im Nahkampf und im Kampf gegen mehrere Gegner überaus nützlich. Die Munition ist begrenzt, das setzt nur entscheidende Situationen ein. Während wir Raketenwerfer benötigt beide Aktionen zum Abfeuern und kann nur einmal pro Einsatz genutzt werden. Kann für ihn verwendet werden, der schwere Rüstung trägt. Ich weiß nicht, da ist die Schredderkanone, kann ja schon mehr Schaden, aber Radius 12. Ey, mit der Schredderkanone. Wofür haben wir den entwickelt, wenn wir sie nicht mitnehmen? Starter Einsatz. Let's go. Jetzt haben wir keinen von den Clans dabei. Von den Gruppierungen. Da brauchen wir auch nicht. Sky Ranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Jawohl, ja. Ich meine, es ist immer nice, wenn man schleichen kann, in den Schatten gehen kann. Das ist gut. Mit den Nahkampfspezialisten mit Mox bin ich nie warm geworden. Irgendwie check ich nicht, wann ich jetzt unendlich oft angreifen kann. Ich glaube nur bei Kills, aber es ist halt unwahrscheinlich, dass du ein Kill nach dem anderen ballerst. Die Kommunikationsrelais in diesem Gebiet wird von Advent benutzt, um kritische Daten in ihr Netzwerk zu speisen.
Der Verlust dieser Daten würde ihr jüngstes Projekt in Keim ersticken. Also greifen wir an und zerstören das Relais vor Abschluss der Übertragung. Wir erwarten viele Sicherheitskräfte vor Ort. Schalten Sie sie aus und sichern Sie das Gebiet. Zerstören Sie das Relais um jeden Preis. Manus 1-5, das Kommunikationsrelais, liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Wir haben unsere ersten Scans bestätigt, Commander. Achten Sie auf Roboterfeinde in der Nähe dieser Position. Roboter. Das wissen wir. Die kennen wir. Mega Egonson. Super strange. Schauen wir, ob es hier welche gibt, die man nicht leiden kann. Sieht aber gut aus. Der Jäger geht auch einen Schritt vor. Game Rocker geht dahinter. Doppeldeckung. Mr. Discord nimmt hier oben eine Position ein, wobei ihm das nicht viel bringt. Wir sind ja mitten im Nirgendwo, ne? Wir könnten hier rüber. 9 Runden bis zur Datenübertragung. Komm mal hier hoch. Siehst du jemanden? Nee. Ingersson, der Dritte, kann deshalb auch hier hin. Und. Ja. Kann ja richtig schon nach vorne gehen, ne? Bringt das hier was, wenn wir mit Spark in Deckung gehen? Eigentlich nicht, der ist so groß. Niemanden getriggert, dann ab nach vorne. Dann kommen wir auch hier mit. Awesome. Mit hier in Deckung. Mega Egonson bleibt hier. Verstanden. Rücke aus. Scanne Gebiet. Okay, eine Runde mehr bis zur Datenübertragung. Wir gehen mit dem Jäger rein. Wir müssen hier. Schwierig. Hier durch. Immer noch nichts. Okay, Tür öffnen. Immer noch niemand. Ja, von mir aus. Wir gehen Doppelschutz. Wollen wir hoch? Ja. Wir haben niemand aufgescheucht. Gut, 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 gut. Wir bleiben zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall trotzdem einen Feuerschutz. Ja, müssen wir nicht ganz so weit vor. Wollen Egon seine schon wieder verlieren? Idealerweise wollte man niemanden verlieren. Sie reden über irgendetwas da drüben. Gebe Feuerschutz. Können aber niemanden sehen. Wir sehen aber hier oben eine ideale Position für unseren Scharfschützen. Mit der Plasmalanze. Geh mal. Okay, ich push. Hier hoch. Da war doch was. Da stand doch einer. Da war doch eben irgendwie eine Health Bar, die ich ganz klar gesehen habe. Wieso würden wir hier jemanden aufscheuchen? Okay, hier niemanden, dann daneben. Okay. Jetzt aber. Ich wusste es doch. Sie können uns nicht sehen. Sehr gut, sehr gut. Und du kannst hier niemanden. Okay, okay. So nicht. Wir wollen noch verborgen bleiben. Wir wissen. Kannst du beim Überladen die Abrissbirne, wenn die Übersteuerung aktiv ist, kannst du beim Bewegen durch Wände und Deckungen durchpressen. Das wäre gut. Aber du kannst auch die Schredderkanone abfeuern. Hier wird es entdeckt werden. Hier nicht. Das kann nicht sein, dass du hier nicht entdeckt wirst.
Aber der ist ja auch nur einer. Das ist nur ein Gegner. Eins der Phantome, okay. Du hast Bluescreen-Geschosse, Game Rocker. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich hab schon wieder vergessen. Megakracher. Explosive Mischung. Wo will ich das denn sehen? Hier. Ja. Handgranate abfeuern, Schreddergranate abfeuern. Alles, was da ist. Dass er hier oben einfach nicht schießen kann, ist seltsam. Wir machen hier den Pistolenfeuerschuss. Wir gehen mit Egonson nicht hier hin, weil er dann alle aufschrecken würde. Mal schauen, ob man einen Running Gun machen. Oder den Schwerthieb. Der jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Wir könnten mit dem Kletterhaken. Mit dem Kletterhaken. Hier hoch. Oder gibt es da jemand, der da besser aufgehoben wäre? Ja, irgendwas noch nicht unbedingt. Hier würde auch wieder alle aufscheuchen. Der Jäger sowieso nicht, Game Rocker auch nicht. Der neue Egonson würde ja auch alle aufscheuchen. Dann kommt Awesome hier hoch. Mit voller Deckung. Wir positionieren uns hier einfach noch ein bisschen geschickter als vorher. Als Support will ich dich da noch nicht stehen haben. Wir bleiben hier am Eck. Gehen in Feuerschutz. Gehen auch hier in Feuerschutz. Ja, okay, du kannst nur dahin, wenn du entdeckt wirst. Das wollen wir nicht. Wir gehen auch hier in Feuerschutz. Und nehmen hier die volle Deckung. Auch wenn das heißt, dass wir beide Aktionspunkte für brauchen. Aber dann sind wir ja jetzt schon in der nächsten Runde, in der nichts passiert. Wir sehen zwei dieser Kotechse. Dieser Kotechsen. Ha! Wir werden mit ihm hier auf beide schießen können. Aber dann würde ich doch sagen, Game Rocker, mach doch mal einen von diesen Schredderkanonen-Dingern klar hier. Weil du kannst ja die beiden treffen und dann vielleicht noch ein bisschen was in die Luft jagen, nicht wahr? Viel Erfolg. Ja. Zweimal Schaden verursacht. Genau das wollten wir. Oh, noch ein Kodex entdeckt. Aber kein Problem. Die beiden sollten jetzt, die drei sollten jetzt alle in der Position sein, bei denen wir davon ausgehen können. Ja, dann nehmen wir erstmal die blitzschnellen Hände. Du kannst den Kodex komplett töten. Ihn hier auch. Ihn hier nicht. Dann erstmal da hinten, weil ich davon ausgehe, dass er derjenige sein wird, der am schwierigsten zu treffen sein wird. Okay. Sehr gut. Jetzt können wir Konfrontation wählen oder halt einfach auch noch trotzdem nochmal die Pistole abfeuern. Und hier noch einen Kill mitnehmen. Ah, nicht genug Schaden. Jetzt ist die Frage, ob er klont. Er teleportiert. Hier hinten hin, aber ist kein Problem für uns. Das ist kein Problem für uns, denn Megason kann hier hin. Kein Problem, Boss. Und zu 100% ein Kill mitnehmen. Na, was sagt ihr dazu? Ich sage dazu, gute Arbeit. Wer auch einen Kill mitnehmen kann, ist unser Spark. Soll ich das besser nochmal überprüfen? Wenn er Bluescreen-Geschosse hätte, was er nicht hat. Aber nun gut. Aber Awesome geht hier in Deckung. Kein Problem. Snake Man. Sorgt hier für Ruhe. So sieht's nämlich aus.
Ach, hier ist einfach nur eine Mauer. Okay. Absolutely. Fledermäuse. Auch das noch. Das hat mit allem gerechnet. Hier ist ein Kodex. Hier sind zwei. Wo kommt die denn her? Das ist mal strange. Okay, okay, okay. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass man halt... Hat denn jemand Sicht auf die beiden? Ja, aber auch nur... Gefechtsprotokoll. Und auch nicht viel. Wenn Game Rocker hier hochgeht, dann hat er Sicht auf einen der beiden. Kann über Teamwork ein bisschen was machen. Mit der Plasmalanze werden wir den Kodex getötet bekommen. Okay, 13 bis 11. Aber dann schauen wir erstmal, ob Game Rocker das auch hinkriegt. Ja. Das ist 56% nur, aber 50-50 ist schon mal gut. Das war's. Ja, Sicht auf den anderen Kodex hat tatsächlich nur unser neuer alter Egonson. Der könnte per Run and Gun hier rüber flankieren, aber er hat, glaube ich, nicht genügend Feuerkraft, um den Kodex dann auch wirklich dem Gar auszumachen. Deshalb müssten wir mit Discord, denke ich mal, hier noch runter, rüber, rauf. Ja, hier sieht er ihn nicht, hier sieht er ihn nicht. Hier würde er nicht sehen, hier würde er nicht sehen. Erst da, dann wäre er aber ohne Deckung. Das ziehen wir erst gar nicht ein. Wem kann er denn noch eins geben? Geomongo. Mit Sturm und Schuss gehen wir es auf jeden Fall hin. Discord kann auch hier hin. Von hier aus. Ja. Hier nicht. Ja und. Dann komm hierher. Komm hier runter. ...56% nur. Mit der Pistole. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Gute Arbeit. So, dann wollen wir mal hier... ...es abholen. Kommen aber nicht gleich hin. Gehen wir hier rüber. Jäger geht schon mal hier vor, denn wir haben nur noch 5 Runden, um das hier auszuschalten. Stampf, 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 trifft's ganz gut. Du kannst ihn noch nicht sehen. Ja, jetzt alles da reinzuwerfen, ohne Sinn und Verstand, fände ich auch blöd. Deshalb hol mal bei dir Deckung. Gehen hier noch in Deckung. Commander, wir haben das Alien-Relais identifiziert. Vigilos, bin dabei. Das ist ein bisschen weit aufgesplittet. Wir hören zwei Mechs. Und ein Sektorpot. Der darf natürlich nicht fehlen. Wir haben jetzt 4 Runden, das Relais fertig auszuschalten. Und ein Sektorpot. Daneben. Schade, schade. Ich kann es zugeben, wenn ich einen Fehler mache. Sehr gut. Oh, sehr gut. 6 Schaden schon mal. Hä, stand da eben ein Dingens bei uns? Wo gehen die denn jetzt hin? Oha, das sind noch relativ viele. Hier, achso, hier liegt einer. Ja, es wird schwierig mit 5 Runden. Hä, wie viel sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5 und ein Pot? Okay. Das ist irgendwie ein bisschen viel. Richtig viel. Das kann ich machen. Illiumkern, überragendes Laservisier, Datenspeicher, überragendes Zielfernrohr. Nehmen wir gerne mit. Ich habe das Zeug.
den hier in Doppeldeckung, natürlich, um dann in der nächsten Runde reinzugehen. Wir müssen uns hier zurückziehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können einen schweren Mech noch meins mitgeben. Brandgranate würde die beiden treffen, aber auch einer von uns. Ich wüsste nicht, ob das... Hä? Und die macht auch noch 4 bis 5 Schaden. Also so geil ist es auch nicht. Ihr seht alle, das ist schon mal gut. Aber wir müssen hier oben bleiben. Geht ja nicht anders. Ein nach dem anderen ausschalten. Daneben, aus erhöhter Position. Hätte ich mir besser vorgestellt, aber kann auch mal passieren, nachdem wir vorhin so viel Glück hatten. Haben wir jetzt eben kein Glück mehr. Das würde zu viel Fortbewegungspunkte kosten. Aber egal, wo wir hingehen, wir würden kein Ziel sehen. Was wir machen können, ist hierhin. Ach, Scharfschütze, du musst ja hoch. Du musst auf jeden Fall hoch. Auch wenn das heißt, dass du dann eine Runde lang leicht zu treffen bist. Wir müssen uns hier komplett zurückziehen. Anders geht das nicht. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Kettenschuss. Schieß mit einer Zielsicherheit, trifft das Ziel, schieß nochmal drauf. Schusshagel. Nee. Ruptur. Auch gut. Ich glaube, wir brauchen hier Säuregranate. 1, 2, 3, 4. Ginge das? Wir könnten die 4 treffen mit der. Du kannst hier hin und dann weiter gucken. Was hast du denn hier? Erfrierung. Trifft ein Ziel mit dem Kletterhaken, friert es ein. Blendgranate. Wer hat denn bitte das Imitationsgerät einstecken? Keiner mehr, der über den ich noch. Mit dem wir noch Fortbewegungspunkte haben. Okay, komm hier zurück. Oh, shit. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Daneben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 8 Schaden. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay. Du kannst auch noch die Blendgranate werfen, das schon mal. Cool. Dann versuchen wir Egonson zu retten. Aus diesem Schlamassel. Wenn wir hier reingehen, was? Wir könnten diese Säuregranate ist, glaube ich, einfach zu gut, als dass ich sie nicht werfe. Ne? Hier oder hier in voller Deckung, aber hier sind wir dann halt auch, wir können auch hoch. Ach, das ist ja interessant. Und hier werfen, aber hier oben setzen wir uns halt allen Angriffen aus. Wäre gut fürs Imitationsgerät, ne? Und ich glaube, hier können wir auch nicht alle treffen mit unserer Brandgranate. Wir probieren es trotzdem. Egonson ist schon so oft von den Toten auferstanden. Einmal mehr kriegen wir da auch noch hin. Ja, kommst du echt nicht runter, oder? Doch, doch, eben war es das so. Ja, ja. So. Müsste ungefähr hinkommen. Ja, doch, ein bisschen Schaden verursacht, ne? So ein bisschen. Wir werfen noch die Blendgranate, aber erstmal holen wir Jäger da raus, der nicht wirklich viel machen kann, außer halt auch hier zurück. Oder hierhin und dann den Hagel, ne? Von hier aus. Das machen wir. Ich muss ja wohl zustimmen. Geh mal zur Seite. Jetzt sind wir hier. Du triffst ihn nicht. Hä? Er steht doch direkt vor dir. Aber du triffst ihn trotzdem nicht. Ja, mit dem Schusshagel war jetzt, also mit der Schredderkanone war jetzt echt nicht geil. So, würden wir noch eintreffen, unsere Datenübertragungsziel.
Ja, nicht. Deshalb müssen wir jetzt wohl leider in die Übersteuerung. Nochmal einen Schritt zurück. Und dann von hier aus, schätze ich, könnte das klappen. Vater hat sich selbst übertroffen, oder? Um jetzt mit der Schredderkanone. Das ist unglaublich. Also unser Hauptziel würde ich schon gern treffen. Aber das ist dann echt nur möglich, wenn mal. So kriegen wir jetzt noch drei mit. Ihn hier vorne zwar nicht, aber die drei. Gut. Blendgranate kriegen wir nicht so weit geworfen, dass sie wirklich viel machen könnte. Dann können wir ihn ausschalten. Deshalb gehen wir in den Feuerschutz, weil wir ja wissen, die werden sich auf jeden Fall bewegen. Und wenn das hier Säurebrand haben kann, dann würde es in der nächsten Runde ja auch zwei Schadenspunkte nehmen. Oh, okay. Jetzt. Ja, gut. Und einer down. Sehr schön. Egonson ist mal wieder kritisch getroffen worden. Klassiker. Geht auch auf Egonson? Nee, wo? Okay. Oh, ja. Smart. Zerschreddert. Beide fallen runter, haben keine erhöhte Position mehr und teilweise auch keine Deckung mehr. Sektor Bodo geht hoch, geht aufs Bark. Daneben, sehr schön. Wir haben noch niemanden verloren, aber ich glaube, das Sektor Bodo darf halt einfach nochmal tanzen. Er tanzt, wenn ich das richtig sehe. Zornkanone. Darf er die jetzt nochmal nutzen? Okay. Nächste Runde geht die an. Da steht er im Feuer, ist aber immun, macht Feuerschutz. Auch daneben. Unser Jäger hat zwar ein Glück. Manners 1-5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Manners 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie die verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Ja, sehr cool. Dann machen wir hier ein kleines Päuschen und schauen, dass wir uns noch den Rest der Aliens entledigen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.